Hallo, liebe Freunde, und willkommen zurück bei MyTimeAdPoint. Ja, ich muss gerade mal kurz gucken, habe ich Aufnahme gestartet, aber ja, habe ich. Wir machen heute Gummiriemen. Gummiriemen, Gummiriemen, Gummi, Gummi, Gummiriemen. So, und wir haben Post. Forschungsergebnisse, ja! Wir haben Forschungsergebnisse schon. Hier ist alles Schleifer. Okay. Und von Mai. Hey, Handwerker, könntest du, wenn du Zeit hast, in unser Portia Times Büro in der Hauptstadt kommen? Hauptstraße kommen. Ich habe ein Angebot für dich. Ja, muss ich sowieso zu dir, weil ich wollte dir noch Gummiriemen vorbeibringen. Also können wir das eine mit dem anderen gerne verbinden. So, Eisenbarren sind fertig. Was machen wir als nächstes? Ach komm, weißt du was? Hier Bronzebarren gehen auch immer. Dann hauen wir die rein. Hier läuft noch, alles klar. So, Qualitätsleder müsste fertig sein. So ist es. Ich habe es gerade nicht gegrabt bekommen. Ja. Wehe dem, du stehst auch nur ein Müh zu weit entfernt. Okay. So, hier einen guten Tag sagen. Das übliche Prozedere des Tages. Das dauert immer so lange mit dem Streicheln. No. Und die Kacke aufsammeln. So. Dann machen wir eben drei Gummiriemen. Legen die Sachen ab, die wir nicht brauchen. Wir müssen ja nicht mit der Kacke zu ihr hin. So. Oh. Ach, Emily, mit der will ich aber nicht spielen. Gut, wir sind unbedacht. Also von daher ist es vielleicht gar nicht mal so schlecht, dass wir keine Ahnung haben. Wir haben noch keine Bücher etc. gelesen, aber es gibt nichts, was wir nicht bewältigen könnten, liebe Freunde. So, hallo Django. So, oh, ich hätte so gerne Papierblume. So, Rezepte. Was möchtest du denn? Fleisch, Zucker, Kugelfisch. Zucker. Köstlich geröstete Rippchen natürlich, wie immer. Sonja. Eben kurz einmal mit den Leuten quatschen. Wie geht's dir? So, dann einmal ins Pontia Times Büro. So, Scraps sagen wir natürlich auch guten Tag. So, was zuerst? Meine oder deine Aufgabe? Achso. Du scheinst ein Kurzzeitgedächtnis zu haben. Ich war schon mal hier, ja? That's because we're underfunded. HQ is completely ignoring us, as they don't even think it's worth having a newspaper in Portia. Because nothing ever happens there. But I'm gonna change that. Gut, sie ist ambitioniert. I have a plan to make Portia Times one of the best in the free cities. And you're going to help me do it. Was springt denn für mich dabei raus? Yeah, the other builders around here all found different excuses to avoid helping me. Because they know we can't offer money. Higgins even straight up said, get a budget first. That jerk! So, you're my only hope. Das klingt jetzt ein bisschen so, als würden wir das Ganze nur aus reiner Gefälligkeit machen, aber wir machen es trotzdem. Na gut, was soll ich denn machen? I knew you're the reliable type. Here's the thing. Ever since I've been here, Irwa and I have been hand copying all of our articles. That means we have less time out there gathering news. If you can make me something that can copy our articles faster, that'd be a great place to start. Ja, okay, ich soll hier einfach einen Kopierer bauen. Verstehe. I'll ask the research center and see if they have something in mind. Das kriegen wir hin. Hey. Und du hast natürlich noch einen Auftrag hier. Nicht schlecht, hier dann unten. Danke. Gelädt. So, wir haben jetzt eine Spieluhr bekommen. Warum? Ich brauche keine hölzerne Spieluhr. Was kann ich damit machen? Kann sie Maus platzieren, maximal Ausdauer plus 10. Ja. 107%, okay, dann ist sie weg. Apropos Research Center, muss ich sowieso hin, weil, wie gesagt, wir haben ja unseren neuen Bauplan bekommen.
Von daher quatschen wir mit der Petra. May needs a helping hand copying her articles. Sounds like she needs a printing press. That shouldn't be too hard. Bring me 5 data disks and I'll get started. Ja, machen wir. That should be enough. I'll get started right away. I'll send word when I'm done. Hi. Guten Tag. It must have been an old space station or something. Without regular maintenance, its orbit would have decayed over the last several hundred years. Ist immer noch Gesprächszimmer Nummer 1, diese komische, das komische Relikt, was vorhin mir gefallen ist. So. Did you discover something new? Ja, 20 Datendisks. Enough data disks. Still, if you want to expedite our research, you can submit more data disks. Errungenschaft freischalten, Macht der Wissenschaft. The data corruption on these disks. So, normale Forschungsgeschwindigkeit. Ich habe eh nicht mehr so viele. Ich würde mal sagen, ich habe jetzt vielleicht noch, weiß ich nicht, 7 oder sowas. 8. Ja, wir müssen unbedingt mal wieder ein paar Datendisks sammeln, aber wir müssen ja auch ohnehin bei Gelegenheit mal wieder Eisenfarmen gehen und da kriegt man ja auch immer so ein paar Datendisks noch bei. Ich gucke nochmal eben, was wir heute so in der Handelsgilde noch machen können. Heute ist ja der letzte Tag, wo das geht. Dann ist ja wieder Wochenende. Und dann ist ja auch bald der Monat zu Ende. So, was haben wir denn heute so im Aushang? Ah, ist klar. So, ein D, 4 Talismane, Ziviltruppe. 12 kultivierte Erde und 3 Kupferdrähte. Ich weiß nicht, ob ich kultivierte Erde machen kann, deswegen mache ich mal hier das für den Remington Talisman. Das sollten wir hinkriegen. Ist zwar nur Klasse D, aber was soll's. Nicht, dass ich mir jetzt wieder irgendwas annehme, was ich wieder nicht fertig machen kann. Das wäre ein bisschen ärgerlich auf jeden Fall. So. Talismänner. Marmor und Holz, das ist relativ einfach. Kann ich denn sonst mal gucken, was ich hier für kultivierte Erde brauche? Ich glaube, das kann man hier machen. Kultivierte Erde. Auch hätte ich sogar machen können, aus Erde und Tierknochen. Na gut, sei es drum. Dann schmeißen wir mal eben die Talismänner ab. Beim Remington, der rennt doch bestimmt wieder auf dem Marktplatz rum. Wenn ich ihn richtig kenne. Oder? Das ist der Remington. Ja. Nicht ein Staffler. Oh Mann. Ja. Gut. Was macht man nicht alles für Aufträge? Dicke blöden Vögel. Die werfen immer mit Kacke, das ist voll eklig. Ich kann mit dir nicht reden. Weil die ganze Zeit am Kloppen ist. Wie kacke ist das denn jetzt? Kann ich den denn dann irgendwie anders noch kriegen? Oder... Also wenn ich jetzt zum Beispiel in die Ziviltruppe reingehe. Wobei die Ziviltruppe reingehe. Hoffe es. Weil ansonsten, das wäre echt blöd. Dann könnten wir die Quest gar nicht mehr abgeben, weil der rennt da ja immer rum. Solange bis wir die andere Quest abschließen. So, Flying Pigs. Ziviltruppe. Ja. Okay, das ist jetzt natürlich richtig kacke.
Mein Vorteil ist, wir haben jetzt übers Wochenende sowieso keine neuen Aufträge, die wir annehmen können. Aber ich hätte die natürlich schon gerne abgegeben. Jetzt habe ich die im Inventar. Jetzt muss ich sehen, dass ich die Queste abgeschlossen bekomme, damit die da nicht die ganze Zeit immer rumrennen. Wochenpass, jawohl. Dann sammeln wir jetzt noch ein bisschen Eisenerz. Wo haben wir denn hier Eisenerz? Was ist denn hier so eisenerzig? Das ist doch hier Eisenerz, oder? Jawohl. Das solltet ihr doch schon alle mal wieder sehen. So ein bisschen Eisenerz abbauen. Deswegen guckt man doch eine schöne Folge Portia. Zugegebenermaßen, ich könnte mir selbst etwas Schöneres vorstellen, aber das sind halt so Sachen, die müssen gemacht werden. Man muss treffen. Das ist auch so eine Tugend, die ich gelernt habe. Manganstahl. Ist auch Manganstahl. Oh. Ah, guck mal hier. Da ist auch schön viel Eisen. Wenn man durch die. Das ist eine Hülle, ist das einfach gewesen. Ja, mit Mangan. Ich möchte aber Eisen finden. Ah, hier ist Eisen. So. Dann nehmen wir das mal mit. Dass wir das, was wir hier finden, auch erstmal wieder für ein bisschen reicht. Vielleicht nutzen wir den Wochenpass nochmal, um ein zweites Mal reinzugehen, weil es ja jetzt auch schon ein bisschen später gewesen. Und Datendist brauchen wir halt auch wieder. Finden wir nebenbei immer, das finde ich ganz schön, dass wir die auch nebenbei immer mal kriegen. Soldat mit Axtteil 3. Okay, wir haben wieder ein Relikt bekommen. So. Zack. Eisenerz, Eisenerz. Wir alle lieben Eisenerz. Yay, Level Up. Okay, da gucke ich direkt mal. Erhalten Erfahrung ist erhöht. Wir haben Durchhaltevermögen, maximale Gesundheit, Verteidigung erhöht, Schaden erhöht. Wir haben letztes Mal hier den Fisch gelernt. Verringert Materialkosten, maximales Durchhaltevermögen um 5% erhöht, maximale Ausdauer erhöht. Ich will alles haben. Erhöht die Chance auf 21 Millionen um 40%, die Werkstattpunkte um 1 und Belohnung für den Abschluss des Auftrages. Einen Wunsch erfüllst. Chance auf mehr Erträge durch Kultivierung wird um 10% erhöht. Gut, ich muss mal kurz gucken, wo das alles noch hingeht.
Dauer der Buff-Effekte wird erhöht, bei einer Erholungslinie der Effekt. Doppelte Beute, den kritischen Schaden. Okay, erhöht die Effektivität des Streichelns im Hühnerstall um 10%. Schaden vom Bogen und Kettensägen, okay. Ach, cool. Wir können später noch mit Erdbohrer und Kettensäge arbeiten. Oh, wie geil ist das denn? 25% Wachstum nach dem Reittiertraining. Erringert die Schwierigkeit beim Zähmen eines Reittiers um 25%. Spielen wird auf dem NPC-Level Kollege aktiviert. Ist auch nice. Schalt neue Selfie-Posen frei. Das ist jetzt wirklich nur Tausch im Laden, tägliche Interaktion 1. Dann würde ich vielleicht hier erstmal was weitermachen. Ich mag die Materialkosten bei weniger Arbeitszeit um 5%. Das wäre vielleicht gar nicht mal so schlecht. Erträge durch Kultivierung 10% erhöht. Das brauchen wir nicht zwingen. Mag Durchhaltevermögen, Ausdauer. Ganz ehrlich, ich mache dann das hier. Weil Materialkosten verringern, das ist, glaube ich, gar nicht so ungeil. Das ist natürlich, wenn wir nur auf Stufe 1 haben mit 5%, das ist nicht viel, aber wenn wir das natürlich auf Stufe 4 hochbringen und das sind nachher 20%, das kann man sich dann schon wohl mal geben. Oh, keine Ausdauer mehr. So, dann ist das Ding auch mal weg, die Apfelringe. Arbeiten wir unsere Ausdauer noch mal eben weg. Und dann geht es auch wieder zurück. Sollte von der Zeit her dann auch sowieso spät genug sein. Wo ich bin, da will jemand in der Luft fliegen. Musik geht einen auch nicht irgendwann mal auf den Nerven. Daten das wieder. Okay. So, wir haben 999 Eisenerz plus nochmal 289. Das sollte für den Anfang erstmal reichen. So. Was haben wir hier? Erzlager. Könnten rein theoretisch noch Eisenerz kaufen, würde uns 200 kosten für 50 Eisenerz. Ja, komm, da geben wir auch nochmal mit. War es 200 oder 100? Ich glaube, 100 Eisenerz habe ich jetzt. 50 Eisenerz. 200 Gold für 50 Eisenerz. Naja, gut. Das ist okay. So, die kloppen immer noch hier hinten, ne? Kacke. Nach Hause weg gucke ich nochmal, ob ich die Ginger noch irgendwo treffe, dass ich mit der nochmal kurz quatschen kann. Ich muss das halt immer auch irgendwo ein bisschen im Auge behalten, sonst kann es eben passieren, dass das halt so ein bisschen hinten überfällt alles. Und dann wäre es ähnlich wie bei Stardew Valley dann hinterher alles aufholen müssen, was ein bisschen nervig gewesen ist. Aber ich kann ja hier erkennen. Ne, ich kann nicht erkennen, wer welcher ist.
Das ist halt immer so ein bisschen schade. Phyllis und Petra. Hier komme ich natürlich nicht mehr rein. Es ist nur bis 21 Uhr. Alter Leute, es ist Freitagabend. Hier ist nichts los. Was ist mit euch? Der Hund ist noch unterwegs. Hallo Scraps. Wow, wow. Vielleicht habe ich Glück und die sind alle hier im Restaurant. Ja, die Ginger ist hier. Hey. Na? That thing that crashed down. So, habe ich mit Django heute schon gequatscht? Achso, ja, das ist alles für heute, okay. Gut. Ich war mir nicht mehr ganz sicher, ob ich mit ihm geredet habe heute schon. Nicht genug Ausdauer. Ich habe gerade mal versucht, was passiert, wenn ich jetzt versuche zu schlagen. Oh, was ist denn? Aufnahme mit Planet Explorers. Ein Videoaufnahme aus der alten Welt zeigt eine Science-Fiction-Sendung. Machen wir erstmal hier Eisenerz rein. Alles in der richtigen Reihe. Sand ist hier drin. Dann habe ich noch ein bisschen Erde. Manganerz. Steine habe ich hier. Oh, und ich habe noch Bleierz. Landwirtschaftssaaten Chip 2. Da habe ich zum Glück schon welche von. Ein Relikt. Soldat mit Axt Teil 3. Da habe ich zum Glück schon. Kann ich stacken. Aufnahme Planet Explorers. Lass mal hier drin ins Haus. Wir haben ja wieder hier ein bisschen Platz im Regal bekommen. Oh, geht gar nicht. Oh. Dann stelle ich das halt nicht hier rein. Was mache ich denn damit? Wo soll ich die denn einsortieren? Ich wüsste jedenfalls nicht, was ich da aktuell schon mitmachen kann. Rohstoffe, Samen, Zutaten, Crafting. Ich das jetzt hier rein. Talismänner. Kann ich mir mal hier unten ins Inventar. Dann machen wir nochmal unsere Abschlussrunde. Wieder auffüllen. Ein paar Kupferbarren. Ein bisschen Bronzebarren. Oh, Glas ist fertig. Alles klar. Dann machen wir dann hier ein schönes. Komm, wir hauen hier mal wieder Eisenbarren ran. Wir haben ja wieder gesammelt. Und Bronze ist auch fällig. Dann Bronze geht immer. Hartholz ist fällig. Und gucke mal, hier die Chilischoten sind auch fällig. War das die einzigen oder war noch was? Ne, das waren nur die. Oh, es wird echt verdammt spät. Jetzt muss ich ganz schnell noch anpflanzen. Es läuft viel Zeit hier in den Kisten nicht weiter. Glas, Chilischoten, Glas, Hartholzdielen. Mal noch Maiskugeln. So. Schwupps, schwupps, schwupps und schwupps. Ich glaube, bis 3 Uhr kann ich maximal unterwegs sein, dann kippt er um. Haben wir jetzt noch nicht gehabt, glücklicherweise. Ich bin noch nicht so scharf drauf, es auszuprobieren. So, ja, heute mal wieder ein bisschen gecraftet, habe ich schon wieder das Problem, ein bisschen gefarmt, ein bisschen gesammelt. Und, wir müssen sehen, dass wir dieses Wochenende, also Ingame-Wochenende im Spiel, diese Quest mit der Abdeckung von dem alten Relikt da hinbekommen, damit die Monster nicht mehr rauskommen, damit wir diese
Klasse-D-Quest an Remington abgeben können. Das ist ärgerlich, auf jeden Fall ärgerlich. Aber gut. Ja, dann vielleicht werden wir mit unserem Wochenpass nochmal ein bisschen sammeln gehen da drin. Vielleicht aber auch mal wieder auf Reliktjagd. Schauen wir einfach mal. Dann würde ich sagen, danke erst einmal an dieser Stelle wieder fürs Zusehen und in der nächsten Folge wieder spannende Themen bei My Time at Portia. Bis dahin.